So Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Shellshock Live nach Monaten. Und zwar mit dem Teufelfeuer, den ihr hier auch neben mir seht. Und okay, da ist erstmal einer gelieft. Der gute Teufelfeuer ist, wie man hier sieht, auf Level 1. Er hat sich gerade eben erst das Spiel gekauft. Ja, gerade und genau. Und jetzt haben wir halt Chancengleichheit an, damit wir nicht so mega OP sind. Und ich muss nachher definitiv den Sound leiser stellen, sonst hört man dich nicht. Probier einfach mal so ein bisschen das Zielen aus. Ich habe auch keinen Plan mehr, also ich mache auch gerade nach Gefühl und das hier war sehr dumm von mir. Ich habe das halt auch letztes Mal im letzten Part gespielt. Wir haben beide genau das ist laut. Geschossen. Naja. Na Mist, man kann immer noch nicht in der Runde den Sound ändern. Dann hört man dich nie, wenn wir schießen. Das mich auch fast nicht. Einfach nicht. So, was macht er jetzt? Er denkt nach. Also, ich habe auf jeden Fall meinen Skill so viel verbessert wie vom vorletzten Mal aufs letzte Mal. Gar nicht. Und vor allem, es ist die erste Runde. Ah, hat's gerade so nicht geschafft. Ich kenne die ganzen. Ja, probier einfach so aus. Da kenne ich nicht. This is a cheap game. Ja, und? Ja. Und der Schuss ging ja sowas von in die Hose. Limiting it so you can play my... Fupertschnell. Oh, der Kleine ist ja ganz traurig da drüber. No. Ja und? Come on. Doch. Das war ein halbwegs guter Schuss, würde ich sagen. Klar, ich weiß, dass ich auf Level 56 bin. Ja, okay. Er ist geliebt. Ja, das wundert mich nicht wirklich. Es ist halt so, schon so ein bisschen traurig. Mach mal einfach ein Free-for-All. Also, das ist eine Free-for-All-Runde. Nein, alle gegen alle. Keine Teams so. Und auch keine Beschränkung, also keine Chancengleichheit. Okay. Ja, ich möchte zerstört werden. Ja, okay. Wenn du meinst. Ja. Ich versuche mich zu verstecken. Mama, ich hab Angst. Ich auch. Einfach mit der Sniper irgendwo voll rein. Vielleicht treffe ich ja was. Sniper wäre vielleicht nicht so klug, weil die hat wirklich, wirklich nur einen winzigen Radius. Nur so ein Tipp von mir. Sniper, nur wenn du dir wirklich sicher bist. Ja, ich möchte nicht so viel Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Ich habe Angst. Und ich glaube, da schießt schon jemand auf mich. Mit der Sniper machst du das nicht besser. Huiuiuiui, was war das denn für ein Riesending? Boing. Das war mein Ding. Aber danke. Eindeutig, zweideutig, würde ich sagen. Ja. Granate, ein bisschen so, nicht ganz so dolle. Und dann mal feuern. So ungefähr mache ich das auch immer. So ein bisschen nach Bauchgefühl und die Granate kommt halbwegs gut. Nein. Sie wäre gut gewesen, wenn es ein kleines Tickelchen höher gewesen. Egal. Jetzt aber. So. Fallen eigentlich auch die unterschiedlichen Schüsse jeweils anders da? Ja. Ja, ja, okay. Die sind alle komplett unterschiedlich. Es wäre ansonsten so einfach. Oh ja, das wär's. Es ist so schon teilweise zu leicht. Nein, verdammt, es war so knapp.
Oh, Airstrike. Airstrike. Nice. Oh, was ist denn das für ein Teilchen? Warum kann ich... das kannst du aufsammeln und wenn du da durchfährst, bekommst du ein paar seiner Waffen. Oh. Das klingt ja sehr gut. Nur leider kannst du nicht durchfahren. Bisschen hiervon, bisschen davon und dann einfach mal gucken vielleicht. Na, ich hab halt auch gerade nicht so die tollen Waffen. Oh nein, jetzt. Aber besser als gar nichts. Ist er auf dich gegangen? Ja, hat's versucht. Zwei Schaden. Jo, jetzt versuch. Mich wundert's, wenn er jetzt nicht auf mich gehen würde, weil er hat die besten Chancen, den doppelten Schaden als erstes zu erreichen, noch vor mir. Und wenn der jetzt nicht auf mich geht, dann ist er ja richtig dumm. Dann besiegelt er ja schon fast seinen eigenen Tod, außer er geht weg und trifft mich damit. Ah, das war klug, okay. Okay, das muss ich ihm lassen. Das war echt klug von ihm. Vielleicht mit ganz, ganz wenig. Vielleicht schaffe ich dann die doppelten Schaden und dann Mems ihn zu treffen. Das wäre zu schön. Nein. Oh je, oh je. Autsch, autsch. Ja, natürlich treffe ich ihn damit nicht. Ach ja, wenn da solche Zahnräder droppen, sammel die einfach ein, davon kannst du dir Sachen kaufen. Ja, ist noch nichts getroppt. Was ist denn das? Ich will nicht streamen. Moons könnte ich machen. Oder Mini-Pinge, aber das wird alles nicht weit genug fliegen. Oder? Okay, Tangentenfeuer schon. Problem ist, ich komme da nicht über den Berg rüber, aber er ist nett und fährt in die richtige Richtung, sprich ich kann jetzt auf ihn schießen. Vielleicht treffe ich mal irgendwas. Oh ne, die Katze fliegt auf mich. Aua, ich mag Katzen. Diese Art von Katzen. Au! So, habe ich sonst noch irgendwas, was Schaden macht? Ja, Mini-Pinger, aber der ist jetzt nicht so krass. Nein, irgendwie. Aber hey, für Level 1 lebst du ziemlich lange. Ja, weil keine Sau auf mich schießt. Er schießt die ganze Zeit auf dich. Ja, jetzt die letzten zwei Runden. Also sonst doch nicht. Seitdem der erste andere tot ist. Ist er okay, hier auf dich. Ich bin unglaublich gut im taktisch nichts tun. Dich würde ich so oder so nicht treffen, deswegen... Oh, wow. Au. Na, Mist. Ja, ich hab 2 XP bekommen. Na endlich, neue Waffen. Du schaffst das. Das heißt, es liegt jetzt an dir. So, machen wir jetzt erstmal Pussy-like in Deadweight. Oh. Das war echt... Das war schon ein bisschen Skill. Das war... Also wenn das wirklich so beabsichtigt war, war das... Wow. Das war so beabsichtigt. Das war schon heftig. Schon ziemlich gut. So, ich mache ihn jetzt aber... Hoffentlich mache ich ihn jetzt kalt. Mit was? Zipper. Oh, sehr schön. Oh, ein Zahnrad. Ja. Yay. Ja,
Du müsstest eigentlich auch irgendwann mal ein Level abbekommen, oder? Nein, ich bin zu schlecht, ich mach kein Damage. Bekommst du? Ach so, ja. Stimmt, dann solltest du vielleicht ein bisschen versuchen, die Sachen immer so zu korrigieren, je nachdem, wie du schießt. Ja, ich versuch's. Dann wird das schon eher was. Ja, klar, das ist nicht so leicht. Hey, da hat mich jemand Noob genannt. Ja, yeah, Peace. Ja, das will nicht. Ja, ja, gut, das war ja eben. Oh, glaub mir, es gibt viel, viel Schlimmeres, was die Leute hier in dem Spiel schreiben. Ich glaube, das ist wirklich das Spiel, in dem ich den meisten rassistischen, antisemitischen und so weiter und so fort insgesamt den schlimmsten Zeug im Chat erlebt habe. Oh je. Also wirklich, mit Abstand schlimmer als alles, was ich jemals gespielt habe sonst. Na gut, es ist halt auch na gut, ich weiß nicht, woran das liegen kann, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Immer noch keinen Schaden, verdammt doch. Als ob ich damit keinen Schaden gemacht habe. Wie wenig Luck habe ich denn heute, bitte? Ach ja, ich weiß. Genau, das war mich auch gut. Ich habe null Erfahrung mit den ganzen Dingern. Du hast wenigstens eine Ausrede. Ja, wie... ich hab einen Sniper getroffen. Wow. Hab ich? Nein, hab ich nicht. Doch. Ich bin so stolz auf mich. Oh fuck. Oh je, das zwei Schaden will ich mir nicht. Muss ich aber irgendwie. Wow. Ja, den wird schon irgendjemand vor dir nehmen. Ziemlich sicher. Ja, das war. Hallo? Nein. Ja, das war ziemlich klar. Yay. Mit etwas Glück übernehme ich die Runde. Disco Pogo. Ey, ich habe die Runde ja, sogar überlebt. Und der andere sieht auch nicht ganz schön. Nein, dann hau doch nicht ab! Dann kann ich doch dich nicht snipen. Ja, machen wir es einfach so. Ach man, ich weiß nicht. Wenn die mich killen wollen, können sie es ja sowieso. Das ist nicht so schwer. Ja, du bist da sehr unten. Da unten ziemlich. Komm. Nein, ich hab dich gekillt. Als ob die sich beide das gegenseitig gekillt haben. So, jetzt. Oh nee, jetzt hab ich ein Problem. Nein, ziemlich genau nicht. Oh, ja, okay, ist nicht so ein Müll. Komm, ich will. Wenn ich gegen. Ich gewinne. Ich würde gern sagen, sowas wie Ehre, aber. Nein. Ach, ein klein bisschen zu weit, verdammt. Toll, danke schön. Ich kann es dir nicht so leicht machen, sonst habe ich ja verloren. Komm. Huiuiui, wie schnell fliegt denn das? Ich dachte, das würde nur so runterfallen. Ganz im Gegenteil. Komm, ich will dich treffen, ich will dich treffen.
zerstören. Biele, enorm. Scheiß. Dankeschön. Sollte mich doch vielleicht mal bewegen. Also nee, das finde ich jetzt nicht so gut. Das war zu weit, verdammt, verdammt, verdammt. Was ist... Ah! Wow! Yay! So much skill! So much... Wow! Yes. Ich bin Level 2! Wow! Applaus! Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Und ich habe Flower freigeschaltet. Ja, das kann man durchaus machen. Wie verbessere ich denn mit Panzer? Ja, da kannst du Sachen ausrüsten. Aufwertung am Geschütz erhöhen die Chance deines Panzers auf einen kritischen Treffer. Jawohl, ich treffe zwar im Moment noch nichts, aber genau das mache ich. Bitte. Ist auch nicht unbedingt schlecht. Ja, ich weiß, aber dennoch, ich treffe nicht. Also wir könnten jetzt weiter warten oder wir machen ein One versus One. Machen wir, ja. Das wird lustig. Mit 200 HP oder mehr? Okay, jetzt haben wir 200. Ja. Wird schon passen. Ja klar, du hast erstmal einen fetten Schutz über dir, danke. Wie soll ich denn da reintreffen? Habe ich irgendwas? Ja, gut. Was ist das? Hui, 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 hui. Gern geschehen, das war ich. Komm, ich hoffe, dass der Schuss rapide, bitte, 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 bitte. Oh ja, oh, siehst du, wie der getroffen hat? Ja, klar. Das hat Aua gemacht. Ja, leider hat er dich nicht so getroffen, wie er sollte. Komm, 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 komm. Oh ja, oh jo. Oh Gott, ich trottel. Ich hatte es auf dem falschen Teil noch eingestellt. Ich Volltrottel. Dafür habe ich dich aber mal getroffen. Hurray. Bist du stolz auf mich? Nein, bin ich nicht. Jetzt bekomme ich auf den Arsch. Au. Darf nicht mit. Klar, bleib doch dort stehen. Das finde ich sehr nett. Ich weiß, aber ich konnte mich eh nicht rausbewegen. Das ist bitter. Das war minimal zu weit, oder? Nur ein ganz klein bisschen. Das finde ich eigentlich ziemlich nett von dir. Jetzt kann ich dich besser treffen. Nein. Das ist irgendwie mega asozial. Ich komme mir mega schlecht vor, wenn ich gegen Level 2er kämpfe. Das war die reine Zerstörung, würde ich sagen. Ja. Ich habe aber gerade eine neue Waffe freigeschaltet. Nice. Schön. Wollen wir noch eine Revanche machen? Für eine Runde, für einen One vs. One hätten wir noch Zeit in der Folge. Geht schon die Runde zu Ende? Wow. Oh. Nicht die Runde. Ja. Die Folge. Wow. Das ist von mir und... Oh, ich bin mir da total unsicher.
benutze ich die Waffe falsch. Höchstwahrscheinlich. Deswegen nehme ich lieber. Ich brat dich weg, du Weihnachtsgott! Nein! Hopp, ein kleines Feuerwerk, so kurz vor Silvester kann man das mal machen. Das war kein kleines Feuerwerk, also. So. Doch, das war Stufe 1 von 4 oder 3. Holy. Ja, du glaubst nicht, wie krass das am Ende ist. Diesmal weiß. Ja! Ja! Au! 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 Kannst du aufhören, so nah an der Kante zu stehen, dann treffe ich dich so schlecht. Ah, das ist schon besser. Das ist schon besser. Das mache ich gerne für dich. Markus, der Noob hilft dir gerne. Ja, das finde ich. Hilfsbereite Menschen, die braucht man einfach in der Gesellschaft. Hier. Es ist echt so schlechtes Wetter in Deutschland. Aber irgendwie das Gefühl, ich bekomme davon kaum XP. So, jetzt gehen wir nochmal kurz hier in die Lobby und gönnen uns den täglichen Siegesbonus. Vielleicht schaffen wir ja die 100 Zahnräder. Ja, nein. Na gut, 3. Ja, ich hab die Guppies frei. Süße, oh, die Guppies, das ist eine der schlechtesten Waffen, die es gibt. Gut gemacht. Ich schau mal in den Shop. Gibt's da irgendwas? Das hier könnten wir uns holen. Aber es gibt halt schon echt krassere Waffen. Ich würde sagen, darauf sparen wir mal noch. Von 250 werden wir jetzt 150 Zahnräder, 157. Werden wir vielleicht irgendwann schaffen. Wie gesagt, ich denke, wir machen jetzt noch... Ja, da sieht man es schon wieder im Chat. Es ist so schlimm. Ich lese das jetzt nicht vor. Wieso? Ich lese dir das nachher vor. Außerhalb der Folge. Ich denke, wir werden noch ein paar Folgen machen. So wie letztes Mal eben auch. Ein paar Folgen kommen und dann kommt wieder monatelang nichts. Aber besser als es ja, kommt gar nicht mehr, finde ich. Wenn es euch gefällt. Genau, dann lasst einfach ein Abo und ein Like da. Schreibt auch gerne einen netten Kommentar. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.